So, einen schönen herzlichen guten Hallo. Fernsehwerbung sehen. Ist leider nicht mehr. Was haben wir da? Ja, Groudon. Warum nicht? Ich würde sagen, das gleicht da Capoeira drüben aus. Aber ich gehe trotzdem mal auf Sword Stance. Ja, das darf ich nur einmal machen. Sacred Sword. Oh shit. Oh, überleb. Ja, das war nicht so viel Schaden, wie es sollte. Das ist jetzt ungut. Das ist sogar sehr ungut, muss ich sagen. Das war unser erstes Pokémon. Oh Gott, ich versuch's mal mit Serapendra. Megahorn, das klingt doch nach was Ordentlichem. Versuchen wir es mit einem Megahorn. Das war okay. Jawohl, Temposchub. 90 ist mir fast zu niedrig. Das trifft aber dafür. Jawohl. Sehr geil. Ich hab offenbar live auf. Jawohl, habe ich. Okay. Wir könnten das nur gewinnen. Schauen, wie es weitergeht. So, okay. Smartass. Ich würde sagen, ihr habt Speed soweit alles. 570 Speed hat kein Pokémon normalerweise. Ja, es ist Tap. Megahorn! Geben, triff. Nein! Oh mein Gott. Lame, ja, aber okay. Lass mal das so stehen. So, meine Freunde, das ist ein Impagator. Mit der Drache Boden-Pokémon. Die Chance, dass das wie Eis zahlen kann, ist so in etwa bei 77 von 10. Ja. Yep. Nope. Es hat nicht mehr viel. 13,2%, das ist wirklich nicht mehr viel. Es wäre vielleicht auch ganz klug, wenn ich mal Toxic Spikes rausgehaut hätte. Habe ich bis jetzt nicht. Ich spiele nicht besonders strategisch. Aber das sind halt Random Teams in Showdown. Keine Ahnung, ob ihr das soweit kennt. Auf jeden Fall unerwartet gewesen. Sehr unerwartet, dass der Core Eiszahn gekommen ist. Wobei es natürlich Libeldra wahrscheinlich trotzdem gekillt hat. Seien wir ehrlich. Was habe ich noch? Hitmontop, Groudon, Toxapex ist. Ich brauch's schon. Ich muss irgendwie mit dem Impagato da drüben fertig werden. Okay. Das war gar nichts. Ich bin aber schneller. Ich bin nicht schneller. Ups. Viel Glück. Das Glück war nicht auf meiner Seite, würde ich behaupten. Ja, gut. Libeldra. 216. Oh mein Gott, Libeldra ist schneller. Das ist so klar. Groudon, viel Spaß. Jawohl, es hat sicher. Es hat Leftovers. Bei Pokémon schlagen und ich denke, es wird irgendwas dabei sein. Ja, genau sowas. Muss Fire Punch verwenden. Ja, das hat wehgetan. Auf zur nächsten Runde. So, willkommen zur nächsten Runde. Wir haben da ein Herzschuppenvieh gegen ein Zekrom. Hätte besser ausgehen können, bin ich ehrlich. Protect.
Das Fuck 4 doch safe irgendwas. Oh mein Gott, das ist daneben gegangen. Was ist was? Assault West. Oh mein Gott, wie viel Glück kann man haben? Ich bin schon verbrannt, verbrannt, verbrannt. Oh shit. Ja, das hat weh getan. Wieso hat es das überlebt? Das kann ich euch jetzt auch nicht so sagen. Protect. Voltswitch! Das Sekrum ist weg. Es ist nicht weg. Wegen Protect. Okay, das habe ich nicht gewusst. Hier war Carbon-Pokémon dabei. Ja, das war's. Soweit solide Arbeit, würde ich behaupten. Welches Drache Stahl? Oh, er muss vorher auswechseln. Das ist gut für mich. Holzbitch. Okay. Ich vergifte einfach alles mit Walreißer. Sehr gut. Ja. Ernsthaft. Boah. Los, brüll's weg. Hoffentlich Sekrom. Weil wenn Sekrom vergiftet ist, das wäre echt gut. Das haben wir gedacht. Auch das ist nicht das Schlechteste, was passieren hat können. Ja, das hat so nicht funktioniert. Oh. Ist jetzt unangenehm. Vielleicht. Hier ist nur ein. Ich hätte doch War einsetzen sollen. Pyroball. Oh mein Gott, aber Stahl ist auf Wasser doch nicht so effektiv. Bist du? Oh, das hat sich erledigt. Und viel Glück, Dialga. Moment, das ist Fee. Shit. Stahl ist nicht so effektiv auf Wasser. Shit. 3, 2, 1. Oh my god, Sans, it happened again! Oh gee, what happened, bro? Ich geh zuerst mit Toxic. Oh my god, yeah! Oh mein Gott, es lebt. Ja, jetzt sind wir. So viel dazu. Oh, ich hätte ein mega entwickelt. Ups. Das ist alles relativ suboptimal. Er wird so cocky sein und sich aufbauen weiter. Nope. Ist er nicht. Was hast du? Gar keines mehr. Was war die Beere? Extreme Speed. Oh mein Gott. Extreme Speed wird uns nicht mehr helfen. Aber dafür. Ja, Shadow Claw. Sowas von. Oh mein Gott. Zickzacks. Zickzacks. Ja, ja. Ich sehe, wohin das führt. Oh mein Gott! Shadow Claw.
Ist egal. Ich bin zickzacks, du Monster. Okay, versuchen wir es erneut. Und wir starten gleich wieder mit Lunala mit Minus Attack, aber das ist okay bei ihr. Bei I ist egal. Bei S. Psycho-Wasser. Psycho-Schock würde ich sagen. Das ist paralysiert. Natürlich Fullbar in der ersten Runde. Und was auch sonst. Das Ding heißt auf Englisch Moongeist Beam. Never mind. Nicht der beste Start, muss ich sagen. Geh mal safe. Chancy. Grumpig. Komm schon. Spoink, du machst es. Psychic. Achso, wird ausgetauscht. Natürlich wird es ausgetauscht. Tauschen wir jetzt auch Chancy aus. Ich meine, im Endeffekt, wir sind auf jeden Fall im Vorteil. Never mind. Warum schicke ich hier Kampf-Pokémon gegen... Was tue ich da? The fuck? Ja. Inferno. Hast du schon mal die Legende über einen Zickzacks gehört? Ich hab gehört, du musst genau das gleiche bringen. Sowas von. Wenn nicht, war das ist sehr kurz. Dann muss ich fast nur dranhängen. Dann mache ich 4 statt 3. Was eigentlich waren gewesen wäre. 21. Das tötet ja wohl. Ja, Gott sei Dank. Also, was sind wir denn? Okay, jetzt muss ich allerdings. So viel dazu. So, willkommen zum diesmal wirklich letzten Battle. In der Startregion von Carlos, fällt mir gerade auf. Auf jeden Fall, wir sollten was tun. Er wird nicht austauschen, glaube ich, deswegen mache ich jetzt nicht Pursuit. Ja, natürlich macht er einen Ice Punch. Das bringt ihm aber nicht so viel. Au. 1-0. Oh, das ist nicht die beste Idee. Das ist immer noch viel. Bin schneller, oder? Nope. Schade. Knockoff. Ist immer solide. Alle Items, die man klauen kann, sind immer beratsam zu klauen. Das Kalt macht nicht viel. Er hofft auf eine Verbrennung, weil Verbrennung gegen physische Pokémon halt immer sehr, sehr stark ist. Scheißkraft. Oh, das hat ihm sogar geholfen, was ich gerade getan habe. Nicht übermäßig. Aber mir hat auch nicht geholfen, was ich getan habe. Das hätten davor schon getötet wahrscheinlich. Aber ist okay, ist okay. Bisher schaut es okay aus. Was bringt er noch? Ein Rokara. Oh, ich mag Rokara sehr gern. Rokara ist so cool. Ich bin großer Rokara-Fan. Was hat er gehabt? Gleich. Ja, Rokara. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Fuck. Nein, das sind Tarnsteine. Wenn ihr doch nur Pokémon mit Domo-Dreher oder so hättet. 9% macht es nicht. Das ist 1%, das ist zu wenig. Power-Whip. Jawohl. Okay. Ich sehe, wir haben unser neues Zickzack gefunden. Ein Bug Arceus. Habe ich irgendwie was gegen
Ja, ihr habt Feuer gegen Käfer. Aber nichts gegen normal. Das heißt, ein Knock-Off wäre sehr, sehr dumm. Den Fall Power Whip. Aber natürlich machst du das. Aber natürlich geht's daneben. Ja, das war's. Kreuz, Schere und Tod. Wer ist schneller? Wie schnell bist du, Arceus? 2,32 könntest du theoretisch sein. Okay. Eruption oder Fireblast? Ist ja da kein Nachteil. Solange wir 100% haben. Er darf nur nicht zurückziehen. Das war zu wenig. Oh, Quick Attack. Oh, es kann ruckzuck Keep. Los, Bidifas. Do it. Jawohl. Jawohl. Was hast du denn live auf? Ja, okay, das ist okay. Das ist voll in Ordnung. Sehr gut, Bidifas. Ich bin sehr froh, dass du existierst. Cedra King. Oh, ich vertraue drauf. Ich hätte drauf vertrauen dürfen. Das war solide. Absolut solide. So, dann Down Guard. Sword Stance. Jawohl. Oh mein Gott, man kann den. Wie kann man so viel Glück haben? Jetzt nicht jeden Kampf verloren. Eben immer sehr viel Glück. Das merkt man nur nicht. Was so langsam läuft. Solide, würde ich behaupten. Solide. Das ist, das war's. GG soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und in dem Sinne wohl eine gute Nacht, ein schönes. Ich lade ihn mal am Sonntag hoch. Einen schönen Tag. Gute Nacht. Tschüss.